freue mich, Sie heute Abend hier alle ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Silke Hertel und ich habe die große Freude, Nina Jude heute vorstellen zu dürfen und den Abend zu moderieren. Zunächst mag ich Sie aber alle ganz herzlich hier begrüßen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allem liebe Gäste. Es ist mir wirklich eine große Freude, Ihnen heute Nina Jude vorstellen zu dürfen, die eine Kollegin ist bei mir im Institut für Bildungswissenschaft, seit 2020 die Professur innehat für nationale und internationale Bildungsstudien. Also ein sehr spannendes und auch, wie man heute sehen kann, ein sehr wichtiges Thema. Der Weg nach Heidelberg war aber ein bisschen länger. Es ging nicht sofort hierher, nicht ganz schnell. Nämlich, und das ist ganz spannend, wenn man die Kollegin vorstellen darf, guckt man ja auch noch mal ganz genau in den Lebenslauf und lernt einiges Neues. Nina hat nämlich zunächst mal die bulgarische Sprache und Literatur in Sofia studiert und danach dann, das wusste ich schon, Psychologie in Frankfurt mit den Schwerpunkten pädagogische Psychologie, Diagnostik und Methoden. Danach hat sie auch in Frankfurt promoviert und zwischenzeitlich hat sie eine ganz lange wissenschaftliche Karriere am DIPF, dem Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, absolviert. Daher kennen wir uns auch. Wir haben in einem Projektkontext zusammengearbeitet. Nina war zunächst wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Deutsch- und Englisch-Schulleistungsstudien International, DESI, danach in einem Projekt zur Kompetenzerfassung in beruflichen Handlungsfeldern, also aus der Schule in den Beruf, und dann wieder zurück in die Schule, nämlich in das Projekt PISA 2009. Und da haben wir dann auch gemeinsam gearbeitet. Nina war damals meine Chefin, darf man in dem Rahmen ja auch mal ganz deutlich sagen, und war verantwortlich für das Projektmanagement für PISA 2009. Ich hingegen war nur verantwortlich für die Kontextfragebögen, also Schüler, Schulleiter, Elternfragebogen und alles, was so unbedingt gerne bearbeitet wird. Danach war sie auch in 2015 und 2018 in PISA auf internationaler Ebene noch verantwortlich für die Projektorganisation und Koordination. Das heißt, eine ganz lange Laufbahn im Kontext von PISA eigentlich. Wir alle kennen den PISA-Schock. Der große PISA-Schock, PISA 2000. Nina kennt sie alle. Ich glaube, es gibt keine PISA-Studie, an der du nach 2009 nicht mehr beteiligt warst. Und von daher kann man das Thema heute auch so ein bisschen unter Bildung in der Corona-Krise, Bildung in der Krise, schon wieder oder jetzt doch endlich mal. Da sind wir ganz gespannt, was du uns erzählen wirst. Die wissenschaftliche Laufbahn ist auch geprägt von Auslandsaufenthalten, zum Beispiel in der University of Madison, Wisconsin oder auch in Melbourne bei ACER, dem Australian Council for Educational Research. Genau. Zuletzt hast du in PISA auch in der QEG Questionnaire Expert Group auf internationaler Ebene das Konsortium geleitet und dann auch die Fragebogenentwicklung für alle PISA-Instrumente, die eingesetzt werden, auf internationaler Ebene mit vorangebracht und die wichtigen und zentralen Entscheidungen getroffen. Wir freuen uns sehr und ich freue mich persönlich auch sehr, dass du in 2020 deinen Ruf an die Uni Heidelberg angenommen hast und seitdem auch deine Forschungs- und Lehrtätigkeiten bei uns am Institut weiterführst. Hier bearbeitest du unheimlich spannende Fragestellungen und wahrscheinlich wird auch ein Teil davon heute hier vorkommen, beispielsweise in dem spannenden Projekt S-Clever. Was verbirgt sich dahinter? Natürlich clevere Schulentwicklung im Kontext von Herausforderungen, Bildung in der Krise. Und Corona war zweifelsohne eine ganz große Krise für Schulen und alle diejenigen von Ihnen, die Kontakte zu Schulen haben, Kinder in Schulen haben oder mit Schulen irgendwie zu tun haben, wissen genau, was ich jetzt gerade meine oder haben eine Idee davon. Sie befasst sich aber auch mit ganz spannenden methodischen Fragen, zum Beispiel mit der Entwicklung von Vorhersagemodellen für die Veränderung in den Kompetenzbereichen Lesen und Mathematik auf einer internationalen Ebene vor dem Hintergrund des Erreichens der Sustainable Development Goals. Also auch hier eine sehr große Policy-Relevanz in der Forschung. Und ich glaube, das ist was, was deine wissenschaftliche Arbeit auszeichnet. So dieses Dreieck zwischen einerseits einer wirklich international visiblen, interdisziplinären, hochkarätigen Forschung, einem sehr hohen Praxisbezug von allem, was du tust, und aber auch diese politische Ebene, die bildungspolitische Ebene und die, der Transfer in diesem Bereich, die Beratungstätigkeit in politische Gremien hinein. Und das ist wirklich eine große Besonderheit, die du mitbringst hier nach Heidelberg. Aber nicht nur in der Forschung ist sie exzellent, auch in der Lehre ist sie, das darf ich als Studiendekanin verraten, sehr, sehr beliebt, wahrscheinlich, weil es dir immer wieder gelingt, aktuelle Forschungsbefunde und hochkomplexe Themen sehr gut verständlich darzustellen und manchmal auch bildhaft in Form von Sketchnotes zu präsentieren.
Liebe Nina, wir freuen uns auf deinen Vortrag und sind schon sehr gespannt, welche Krisen du uns heute zunächst mal aufmachen wirst und dann hoffentlich auch positiv, und so kenne ich dich am Ende, auflösen wirst, sodass wir alle mit einem guten Gefühl heute nach Hause gehen können. Vielen Dank für Ihre Zeit und ja, einen spannenden Vortrag. Die Bühne ist Ihnen. Ganz herzlichen Dank, Silke. Ja, wir haben schon eine sehr lange gemeinsame Forschungsvergangenheit und tatsächlich das, was du gerade geschildert hast, ist auch so ein bisschen das Ziel heute, den großen Rahmen aufzumachen, ein bisschen zu springen zwischen der politischen Ebene oder der Systemebene, aber auch der Frage, was passiert denn gerade in Schulen in der Pandemie, also der Praxis. Und tatsächlich, du hast es auch schon so ein bisschen vorweggenommen, mein positiver Ausblick, weil ich wirklich jemand bin, der sagt, was können wir denn auch aus Krisen lernen, was können wir denn auch mitnehmen? Und das war ja auch so ein bisschen der Tenor der letzten Vorträge hier in dieser Reihe, die es schon gab, zu sagen, was ist eigentlich eine Krise, wie kann das Individuum, aber vielleicht auch, wie kann ein System damit umgehen? Deswegen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Vielen Dank auch für die Einladung, in dieser Reihe einen Beitrag leisten zu können und eben auch zu zeigen, was wir als Institut für Bildungswissenschaften eben in diesem Zusammenhang forschen. Den Titel, Sie sehen schon, der ist gar nicht so einfach, denn er hat da eine Klammer und er hat auch ein Fragezeichen. Und Sie haben ihn vielleicht ganz unterschiedlich interpretiert, als Sie die Einladung gelesen haben. Denn man kann natürlich fragen, befindet sich denn Bildung aktuell in einer Krise? Hat diese Krise etwas mit der Pandemie zu tun? Man kann den Titel aber auch so verstehen, sich zu fragen, was macht denn Bildung in einer Krise, die durch eine Pandemie vielleicht hervorgerufen wurde? Und da Forschung ja gerne sehr, sehr breit und sehr weit denkt, werde ich versuchen, alle drei dieser Fragen heute ein wenig zu thematisieren und hoffentlich dann auch in der Diskussion noch ein bisschen tiefer zu gehen. Der Überblick ganz klassisch gegliedert. Zum einen erstmal die Frage, was sind denn eigentlich Krisen? Wie kann man das definieren? Was wäre denn Bildung in einer Krise? Dann die Frage, wie können wir bildungswissenschaftlich vorgehen, um Erkenntnis darüber zu erlangen, ob wir uns in einer Krise befinden, beziehungsweise auch, wie wir denn in einer Krise agieren sollten. Dann ganz aktuell, was sind denn jetzt die Herausforderungen für Bildung in der Pandemie, für Schulen? Und genau dazu stelle ich Ihnen eine Studie vor. Silke Hertel hat es gerade angesprochen, die S-Clever-Studie, an der ich gerade beteiligt bin mit Kolleginnen international. Und am Schluss vielleicht noch ein ganz kurzes Zwischenfazit. Warum ein Zwischenfazit? Nun ja, wir sind immer noch in einer Phase der Pandemie. Wir wissen aktuell nicht, was in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht auch Jahren auf uns zukommt. Aber wir können jetzt erstmal so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Wo stehen wir denn? Also die erste Frage, Bildung und Krisen. In dieser Reihe wurden ja schon ganz unterschiedliche Definitionen von Krisen angesprochen, von Krisen und Resilienz, von Krisen und Umgang damit. Eine Definition, die ich jetzt für heute mal ausgewählt habe oder zusammengestellt habe, könnten wir die folgende nehmen, zu sagen, Krisen sind im Prinzip Ereignisse, die potenziell negative Auswirkungen haben können. Wir können natürlich auch darüber reden, ob das vielleicht langfristig auch positive Auswirkungen haben könnte, aber das Beängstigende an einer Krise ist ja, dass wir erstmal davon ausgehen, etwas passiert und es hat wahrscheinlich negative Auswirkungen. Aber auch die Frage, ist das nicht vielleicht etwas, was ein stabiles System oder ein System, von dem wir annehmen, dass es vermeintlich stabil ist, erstmal aus dem Gleichgewicht bringt? Und vielleicht auch die Befürchtung, dass solche Anforderungen, die mit dieser Krise einhergehen, eben sehr plötzlich sind und vielleicht mit aktuellen vorhandenen Mitteln nicht bewältigbar scheinen. Und wenn Sie jetzt an Schule denken, dann haben Sie vielleicht bei allen dreien dieser Punkte eine Idee, nämlich die Frage, hat denn der Schulunterricht, der sich ja in den letzten zwei Jahren sehr, sehr gewandelt oder dann sehr unterschiedliche Formen angenommen hat, potenziell negative Auswirkungen? Worauf? Das müssen wir dann noch diskutieren. Ist denn das System Schule, was ja seit langem so läuft, wie es läuft, sage ich mal, vielleicht dadurch aus dem Gleichgewicht geraten? Aber auch konnten denn Schulen die Anforderungen jetzt in der Pandemie mit den vorhandenen Mitteln bewältigen oder nicht? Also alle diese drei Punkte bei einer Definition von Krise könnten wir anschließen an das Thema Bildung. Man kann Krisen natürlich auch noch anders definieren, aber ich denke, das ist jetzt mal so eine Arbeitsdefinition für heute. Und dann anschließend natürlich gleich die Frage, ja, woher wissen wir denn, ob sich unser Bildungssystem jetzt in einer Krise befindet? Wie können wir das denn überhaupt feststellen? Und auch, wie können wir feststellen, ob die Pandemie denn zu einer Krise in der Bildung geführt hat oder noch führen wird? Und dann natürlich auch die Frage, ja, und wie stellen wir denn fest, wie Schulen in einer Krise agieren? Wenn das jetzt hier keine Vorlesung wäre, sondern eins meiner Seminare,
dann würde ich jetzt Kleingruppen bilden und sie erstmal diskutieren lassen. Sagen, was wissen Sie denn, wie Sie zu empirischer Erkenntnis kommen könnten, ob wir uns in einer Krise befinden? Was sollte denn der Normalzustand sein? Und ab wann sagen wir, hier ist etwas aus dem Gleichgewicht gekommen, hier stimmt etwas nicht, wir befinden uns tatsächlich in einer Krise. Was sind denn die Kriterien dafür? Die letzte dieser Frage, wie Schulen in der Krise agieren, die lässt sich vermeintlich vielleicht am einfachsten beantworten, indem wir eben mit Schulen in Kontakt treten. Und ich habe mal kurz jetzt wieder in die Daten und die Statistiken geguckt. In den letzten 2 Jahren sind mehr als 300 Studien im deutschsprachigen Raum entstanden, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen, wie Schulen in der Krise agieren. Also da gibt es inzwischen immer mehr Studien zu. Aber die anderen beiden Fragen, woran machen wir denn jetzt Krisen fest, behalten Sie vielleicht einfach mal kurz im Kopf und dann können wir schauen, ob wir da Antworten heute drauf finden. Wir haben es schon eben in der Einleitung gehört, die aktuelle Situation ist nicht das erste Mal, dass wir uns bezogen auf das Bildungssystem vielleicht in einer Krise befinden oder von einer Krise sprechen können. Wir gehen mal einige Jahre zurück und das ist dieses Buch, was ich in unserer Institutsbibliothek auch noch wiedergefunden habe, nämlich Georg Picht, der 1964 von der deutschen Bildungskatastrophe sogar sprach. Also nicht von einer Krise, sondern sogar von einer Katastrophe. Und das werden vielleicht noch mehr von Ihnen erinnern, 2001 die PISA-Ergebnisse, die veröffentlicht wurden und den sogenannten PISA-Schock auslösten. Also immer mal wieder in Abstand von einigen Jahrzehnten die Frage, funktioniert denn unser Bildungssystem noch so, wie wir das gerne hätten oder wie es funktionieren sollte? Und auch die Frage der öffentlichen Diskussion. So öffentlich zu diskutieren, befinden wir uns gerade in einer Krise. Und da ist jetzt eben wieder die Frage der Kriterien, woran machen wir das denn fest? Warum hat Georg Picht gesagt, wir befinden uns in einer katastrophalen Situation und warum haben die PISA-Ergebnisse zu diesem Schock geführt? Also was waren eigentlich die Kriterien? Ganz kurz zusammengefasst, das waren noch wesentlich mehr Punkte, aber die wesentlichsten 3 Punkte waren in den eben 60er Jahren zu sagen, wenn wir die Daten damals schon der OECD übrigens, also die Bildungsstatistiken anschauen, dann sehen wir haben im Vergleich mit den OECD-Ländern sehr wenige Absolventen mit universitären Abschlüssen. Das heißt, wenn wir uns vergleichen wollen auf einem europäischen oder internationalen Markt mit dem, was unser Bildungssystem zeigt an Abschlüssen, dann stehen wir eher nicht so gut da. Auch 1964 schon gab es einen starken Zusammenhang zwischen der Herkunft und dem Bildungserfolg im Sinne des Zugangs zu Universitäten, weil eben nur eine bestimmte Personengruppe überhaupt das Abitur erlangte und dann auch studieren konnte. Und eins der Aussagen dieses Buches war die Sorge um die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft. Können wir denn mit dem, was wir an Bildung vermitteln, so als Bildungsnation bestehen? Zu ähnlichen Aussagen kam auch die erste PISA-Studie. Hier ging es nicht um Studierende an Universitäten, sondern um SchülerInnen in dem allgemeinen Schulsystem und die Feststellung, dass die deutschen Schülerinnen und Schüler in Deutschland unterdurchschnittliche Kompetenzen im internationalen Vergleich zeigten. Und das war tatsächlich insofern ein Schock, als damit niemand gerechnet hatte. Vor diesem PISA-Schock gab es auch schon die TIMSS-Studie Mitte der 90er Jahre, die zu ähnlichen Ergebnissen kam. Das heißt, das Selbstverständnis unseres Bildungssystems, wir sind eine Bildungsnation, wurde in den Grundfesten erschüttert. Auch die PISA-Studie hat damals und stellt immer noch fest, dass es einen starken Zusammenhang gibt zwischen der Herkunft der familiären, den familiären Ressourcen und dem Bildungserfolg von Schülerinnen. Und auch hier war das Fazit die Sorge um die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft. Das heißt, selbst der PISA-Schock ist jetzt auch schon wieder über 20 Jahre her. Und in beiden sozusagen Publikationen sehen wir bestimmte Kriterien dafür, was eine Krise sein könnte, nämlich zum einen Absolventen, Universitätsabschlüsse, aber auch Kompetenzen und vor allem auch die Frage, erreichen wir denn mit unserem Bildungssystem alle? Also haben wir eine Chancengleichheit im System? Das sind jetzt nur einige wenige Kriterien dafür, was Bildungsqualität sein könnte. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Teil, nämlich die Frage bildungswissenschaftliche Erkenntnisansätze. Was wissen wir denn über den Ist-Zustand? Und das waren eben 2 Momentaufnahmen des Bildungssystems, 1964 und 2001.
Und genau das ist die Frage, die wir uns in der Bildungswissenschaft stellen. Und ich komme aus einer Welt oder sag mal einer Erkenntniswelt, die sehr stark quantitativ geprägt ist. Das heißt, wir schauen auf Zahlen oder auch Indikatoren. Es gibt natürlich noch viele andere Zugänge, aber heute werden Sie, sage ich mal, diesen Zugang sehen. Das heißt, wir stellen uns die Frage, was wissen wir denn über den Ist-Zustand? Wie sieht es aus? Wie viele Schülerinnen und Schüler haben wir? Wie ist das Bildungssystem ausgestattet? Also bestimmte Aspekte von Bildung, die wir tatsächlich erfassen können. Aber auch die Frage, haben wir eine Vorstellung von einem Soll-Zustand? Also was wäre denn ein optimaler Zustand unseres Bildungssystems? Und das Dritte, die sehr, sehr schwierige Frage, ist eine Prognose möglich? Das heißt, wenn wir zurückkehren zu der Frage, wie erfassen wir denn jetzt die Qualität des Bildungssystems und woher wissen wir, ob wir uns in einer Krise befinden, wäre die Frage, sich zu überlegen, welche Messgrößen, welche Indikatoren, welche Anzeiger können wir denn dafür nehmen? Was verstehen wir unter Anzeiger? Nun ja, ein Thermometer wäre ein Anzeiger, um die Temperatur im Raum festzustellen. Ein Benzintank zum Beispiel, ein Anzeiger, um zu sagen, wie weit kann ich denn noch fahren? Und an einem Indikator können wir also ablesen, was wir haben, wie es aktuell steht. Bezogen auf den Benzintank hätten wir ja sogar vielleicht die Möglichkeit einer Prognose, weil wir in etwa wissen, wie weit wir mit so und so viel Liter im Tank kommen. Bezogen auf ein Bildungssystem ist das nicht ganz so einfach, weil natürlich ein einzelner Indikator nicht wahnsinnig viel aussagt, sondern wir müssen Indikatoren bündeln, wir müssen sie zusammenbringen, um dann eben zu sagen, was erreichen wir denn mit den Ressourcen, die wir haben. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Digitalisierung in Schulen. Zu sagen, haben wir denn Laptops oder Tablet für alle Schülerinnen und Schüler? Das wäre ein möglicher Indikator. Das sagt uns aber noch nichts darüber aus, wie denn mit diesen Tablets gearbeitet wird. Also ob die tatsächlich auch eingesetzt werden, ob sie sinnvoll eingesetzt werden. Sie sehen also, bildungswissenschaftliche Erkenntnis, um die Frage nach der Krise beantworten zu können, ist sehr, sehr, sehr komplex. Und ich mache sie jetzt gerade noch ein bisschen komplexer. Um also zu schauen, wo wir uns befinden, müssen wir uns im Prinzip verschiedene Ebenen angucken. Also zu sagen, welche Vorgaben und Regularien haben wir denn zum Beispiel auf der Ebene unserer 16 Bundesländer? Beispiel Krise, wie sind die eigentlich umgegangen? Welche Vorgaben gab es da für die Schulen? Sind Schulen geschlossen worden oder wie wurde Unterricht eigentlich abgehalten? Und da gab es sehr viel unterschiedliche Vorgaben zwischen den Ländern. Dann haben wir natürlich Phänomene auf Ebene der Schule, die wir auch erfragen können zum Beispiel, da werde ich nachher darauf eingehen, indem wir die Schulleitung befragen, wie agieren sie denn, was haben sie getan, welche Herausforderungen haben sie bemerkt. Und dann müssen wir uns natürlich auch anschauen, was passiert eigentlich im Unterricht, wie agieren Lehrpersonen und letztendlich, was macht das mit den SchülerInnen. Sie sehen also, wenn wir nach Krisen fragen oder danach, was Schule in einer Krise gemacht hat, müssen wir uns im Prinzip Indikatoren auf allen diesen Ebenen anschauen, denn die spielen natürlich zusammen, die sind nicht unabhängig voneinander. Und um nochmal ein anderes Bild aufzumachen, wir können uns auch nochmal quer zu diesen Ebenen anschauen, was geben wir denn eigentlich rein ins Bildungssystem, das ist der sogenannte Input, also das kann eine Stundentafel sein, das können aber auch finanzielle oder personelle Ressourcen sein. Dann, welche Prozesse passieren überhaupt, zum Beispiel im Unterricht oder auch außerhalb des Unterrichts und ganz recht, was sind denn die Erträge? Zwei Erträge haben Sie jetzt in dieser Grafik vorhin gesehen, nämlich zum einen, wie viele Absolventen haben wir zum Beispiel oder was sind die Kompetenzen von SchülerInnen. Sie können aber auch noch an ganz andere Erträge denken, wie zum Beispiel Demokratiefähigkeit oder Wellbeing von Schülern, also Gesundheitsaspekte. Das heißt, Erträge von Bildung können sehr vielfältig sein. Und ganz oben steht dann auch noch die Frage des Kontextes, also in welchem Rahmen bewegt sich das denn eigentlich, welche Möglichkeiten haben wir und welche Vorgaben. Sie sehen also, wenn wir Bildungsforschung betreiben, dann versuchen wir uns möglichst viele verschiedene Blickwinkel und viele verschiedene Aspekte auf den unterschiedlichen Ebenen anzugucken, um dann zu einem mehr oder weniger vollständigen Gesamtbild zu kommen. Und gerade wenn wir uns jetzt die Pandemiesituation angucken, kann man sich natürlich anschauen, was ist auf diesen verschiedenen Ebenen passiert. Ein allererstes kleines Zwischenfazit zu Erkenntnisansätzen, eine eindeutige Aussage darüber, ob sich also das System in einer Krise befindet und ob die Pandemie Auslöser einer solchen Krise bezogen auf Bildung ist, ist nicht einfach und schon gar nicht eindeutig zu beantworten. Schon gar nicht im Moment, wo wir uns ja immer noch in einer Pandemiesituation befinden. Wie ich eben darstellte, ist das Bildungssystem äußerst vielschichtig und komplex und mit vielen verschiedenen Akteursgruppen.
Auch das ist sehr spannend zu sehen, wenn Sie SchülerInnen befragen, Lehrpersonen befragen, die Familien befragen, dann wird jede dieser Akteursgruppen einen unterschiedlichen Blick darauf haben, wie denn mit dieser Krise umgegangen wird. Was wir jedoch betrachten können, ist, welche Herausforderungen durch die Pandemie für Schulen entstehen und auch, wie die Akteursgruppen handeln. Also wir haben natürlich schon Zugänge, uns zu überlegen, was haben wir denn für Daten? Und das werde ich Ihnen gleich darstellen. Wir haben aber auch auf der Systemebene Daten, die wir nutzen können, um zu schauen, wie entwickelt sich das System, wo bestehen wir gerade. Und das ist das sogenannte Bildungsmonitoring. Das heißt, wenn wir uns Deutschland als Staat vorstellen und die 16 Bundesländern zu sagen, woher wissen wir denn eigentlich, wie viele Ressourcen wir im System haben und wie sich das System entwickelt. Und dieses Bildungsmonitoring existiert als umfassende Strategie inzwischen auch schon sehr, sehr lange, seit 1997, und liefert eben Indikatoren zu diesen unterschiedlichen Bereichen. Das sind die vier großen Bereiche, mit denen wir regelmäßig, und das ist das Wichtige, regelmäßig erheben, wie der Ist-Stand ist. Ne? Also dieser Ist-Stand, wo stehen wir gerade? Und zwar mit Daten, die öffentlich zugänglich sind. Auch das ist das Wichtige daran. Das sind zum einen, oben links sehen Sie es, die internationalen Schulleistungsvergleiche, also die PISA-Studie, die schon angesprochen wurde, aber auch noch andere Studien, wie die TIMSS-Studie oder auch die PIRLS-Studie. Und dann als die Standards, also sozusagen der Sollzustand, hier oben rechts, die Überprüfung und Umsetzung von Bildungsstandards. Das ist nämlich das, wovon wir sagen, das ist die Definition dessen, was SchülerInnen zu einem bestimmten Zeitpunkt können sollten. Und dann können wir auch messen, ob das denn erreicht wurde. Es reicht natürlich nicht nur zu messen, ganz wichtig. Unten links sehen Sie die Verfahren zur Qualitätssicherung auf Ebene der Schule. Das heißt, Interaktion mit Schulen über zum Beispiel Evaluation in einigen Bundesländern über die Schulinspektion, die sich dann wirklich auch genau anguckt, was passiert denn, was sind denn die Prozesse, die in Schulen ablaufen und wie wird Schulentwicklung gestaltet. Und unten rechts die Zusammenfassung des Ganzen als Bildungsberichterstattung. Also tatsächlich alle zwei Jahre regelmäßig veröffentlichte Berichtsbände, die sagen, wie steht es denn um unser Schulsystem. All das sind Daten und Daten, die für Erkenntnis genutzt werden können, um eben zu sagen, was hat sich denn getan jetzt in den letzten Jahren seit Beginn der Pandemie. Und wir sind jetzt mit diesem Vortrag tatsächlich ein paar Tage zu früh, denn der neue Bildungsbericht, der Bildungsbericht 2022, erscheint in den nächsten Tagen. Und der kann dann nämlich genau ein Bild abbilden, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Das macht aber nicht. Ich zeige Ihnen jetzt mal kurz die Ergebnisse des Bildungsberichts 2020. Also wie gesagt, die Idee ist, dass wir den Ist-Zustand des Bildungssystems über diese Bildungsberichterstattung abbilden können, regelmäßig und indikatorengestützt sagen können, wie sind denn die Rahmenbedingungen, was haben wir für Grundinformationen, also wie viele SchülerInnen, wie viele Schulen, wie sieht das in der frühen Bildung, also in der frühkindlichen Bildung, in der Schule, Ausbildung und Hochschule, aber auch in der Weiterbildung und was sind die Wirkungen und die Erträge. Das heißt, immer regelmäßig alle zwei Jahre. Und bereits 2020, das war ja der erste Bildungsbericht, der eigentlich schon ein wenig in der Pandemie lag, weil die immer im Sommer veröffentlicht werden. Und der hat folgende Herausforderung formuliert vor zwei Jahren. Ein Ziel sollte es sein, weiterhin die bestehenden sozialen Disparitäten aufzubrechen. Soziale Disparitäten meint, wir haben systematische Unterschiede zwischen bestimmten Personengruppen und zwar in der Abhängigkeit davon, aus welchem Elternhaus sie kommen, welche Ressourcen sie zu Hause zur Verfügung haben. Also Unterschiede, die allein nicht durch die Kompetenzen oder das Wissen entstehen, sondern durch die Ressourcen. Auch wurde ein hoher Bedarf an gut qualifiziertem Personal in allen Bildungsbereichen festgestellt und die Herausforderung, Jugendliche ohne Schulabschluss zu erreichen, die also tatsächlich das Schulsystem verlassen, ohne im Prinzip ein Zertifikat dafür zu haben. Im Jahr 2020 wurde auch schon festgestellt, dass verstärkt mit individuellen Ausgangslagen umgegangen werden muss. Das heißt, das Thema der individuellen Förderung, vielleicht auch des personalisierten Lernens stärker zu betrachten ist und natürlich, da wir uns auch nicht in einem geschlossenen System befinden, die Wirkung und Erträge von Bildung nicht losgelöst von weltweiten Entwicklungen zu betrachten. Also wirklich auch zu sehen, was passiert in anderen Ländern, was passiert in anderen Bildungssystemen. Und wir werden sehen in wenigen Tagen, was der Bildungsbericht dazu sagt, inwieweit diese Herausforderungen noch bestehen, inwieweit sie vielleicht auch größer geworden sind und in welchen Bereichen schon agiert wurde. Also das so jetzt nochmal zu der Frage, wo nehmen wir denn eigentlich unser Wissen her,
um zu behaupten, das Bildungssystem entwickelt sich oder befindet sich vielleicht noch in einer Krise. Jetzt kommen wir aber mal endlich zu der Pandemie und auch den Herausforderungen, die sie für das Bildungssystem mitgebracht hat, also zu der zweiten Interpretation meines Vortrags, meiner Frage. Wir können definitiv festhalten, dass die Pandemie eine weltweite Ausnahmesituation ist. Also wenn Sie wieder an die Definition von einer Krise denken, etwas Unvorhergesehenes, Überraschendes. Natürlich kann man argumentieren, dass einige Forscher so etwas wie eine Pandemie schon sehr lange vorhergesagt haben bzw. erwartet haben. Trotzdem, als sie dann kam, war sie sehr, sehr plötzlich und hat dann auch ohne vorhersehbare Entwicklung in vielen gesellschaftlichen Bereichen mit sich gebracht. Für die Schulen, für die Bildung hat das bedeutet, die vorhandenen Konzepte, die wir hatten, die waren sehr, sehr plötzlich nicht mehr umsetzbar. Wenn Sie sich erinnern, das ging innerhalb von einer Woche, dass wir auf einmal über Schulschließungen diskutiert haben. Das heißt, unglaublich plötzlich mussten Schulen reagieren und agieren. Also diese Definition von plötzlicher Veränderung. Die bisherigen Annahmen, und hier zitiere ich die Feststellung der Leopoldina, die ja sehr regelmäßig sich auf die Frage bezieht, was macht denn die Pandemie mit dem Bildungssystem? Wir müssen im Prinzip davon ausgehen, ja, es gibt pandemiebedingte Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche, insbesondere was die Bildung angeht. Allerdings dabei auch eine sehr, sehr große Variabilität, also sehr große Unterschiede im Umgang mit den Folgen, sehr wahrscheinlich auch bedingt durch familiäre Ressourcen. Also sagen, welche Familien waren denn besser in der Lage, die Situation aufzufangen als andere. Und auch das wissen wir aus vorhergegangenen Studien, eine Kumulation von Belastungen, also wenn wir viele verschiedene Belastungen zusammen haben, dann wird das wahrscheinlich zu stärkeren negativen Auswirkungen bei dieser Person führen, als wenn Personen keine Belastung haben oder vielleicht nur eine Belastung. Belastung kann also sein, ich habe eine schlechte Ausgangssituation, habe wenig Ressourcen zu Hause und kann dann nicht adäquat gefördert werden. Das heißt, die Annahme ist tatsächlich, die Pandemie kann als Verstärker von Ungleichheiten wirken. Und wir haben ja gerade im Bildungsbericht gesehen, die Ungleichheiten sind ohnehin schon vorhanden, die sind bestehen und die Frage ist jetzt, kann es denn dazu führen, dass die noch größer werden? Das so auf der Systemebene und wir können uns jetzt natürlich jetzt fragen, was bedeutet das jetzt ganz konkret für Schulen und für Unterricht? Wenn wir jetzt mal so in die Richtung der Definition gehen, dann können wir sagen, es sind im Prinzip abrupte und tiefgreifende Veränderungen der sogenannten Grammar of Schooling, also die Definition, was ist denn eine Schule? Wenn Sie sich jetzt vorstellen, also wenn ich sage eine Schule, dann hat jeder von Ihnen wahrscheinlich ein ähnliches Bild im Kopf, das ist nämlich ein Gebäude, in dem Personen gemeinsam lernen, in dem es mehrere Lehrpersonen gibt und denen es in der Regel Unterricht gibt, entweder in Klassenräumen oder in offenen Lernarrangements. Das heißt, es geht ganz klar darum, dass Schule im Prinzip schon sehr, sehr lange so funktioniert, in einer sehr großen Variabilität, aber im Prinzip in diesem gemeinsamen geteilten Raum, wie ja auch Universität, so wie hier heute, so funktioniert. Und das war dann aber ganz plötzlich so nicht mehr möglich. Das heißt, es hat zu einer Auflösung der bisherigen sozialen Interaktionen geführt, zum einen in Lehren und Lernen, aber natürlich auch in den Handlungsroutinen der Schulen, der Schulleitungen, des Kollegiums zu sagen, das, wie wir sonst normalerweise vorgegangen sind, war auf einmal in diesem persönlichen Austausch nicht mehr möglich. Sprich, eine flächendeckende Veränderung für das gesamte Schulsystem und alle Mitglieder der Schulgemeinschaft, nicht nur Lehrpersonen, sondern natürlich auch alle anderen, die in Schule engagiert sind, aber auch sicherlich der Familien. Und auch hier wieder die Definition einer Krise, Unplanbarkeit. Dadurch, dass besonders am Anfang der Pandemie gar nicht klar war, was das eigentlich bedeutet, wie man sich schützen kann, ob Masken eben helfen oder nicht, sich die Vorgaben auch sehr, sehr häufig geändert haben. Das heißt, Schule musste teilweise tagesaktuell auf neue Vorgaben reagieren. Das ist erstmal so der Rahmen. Es gab Veränderungen in dem bewährten System. Es kam erstmal aus dem Gleichgewicht. Und jetzt kann man sich ja fragen, gut, und wie ist denn Schule damit umgegangen? Und das führt jetzt schon zu der empirischen Studie, die wir gemacht haben. Denn Schule muss sich ja zwangsläufig sowieso immer entwickeln. Also Schulentwicklung ist ja eine stetige Aufgabe, die normalerweise in planbaren Rahmen läuft, zum Beispiel durch Schulentwicklungspläne. Das heißt, die Frage ist, konnte denn Schulentwicklung diese Herausforderung aufnehmen und darauf reagieren? Schulentwicklung kann man definieren als Adaptivität eben an innere Veränderungen, aber auch an außerschulische Veränderungen. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, kann denn die Pandemie auch als Impuls für Schulentwicklung gedient haben? Also welche
Aspekte, welche Möglichkeiten hatten Schulen denn, mit dieser Pandemie umzugehen. Denn die etablierten Konzepte und Überzeugungen funktionierten ja nicht mehr, wurden also unter Druck gesetzt. Und dann ist die Frage, macht das neue Dynamiken auf? Also können wir vielleicht auch positive Wendungen finden in diesen Herausforderungen? Dadurch, dass wir jetzt individueller agieren müssen, aber auch können, dadurch, und da komme ich auch gleich drauf, dass wir Digitalisierung in ganz anderem Ausmaß nutzen können, als wir das bisher gemacht haben. Also die Frage, haben denn diese disruptiven Auswirkungen vielleicht auch Möglichkeiten eröffnet? Und das ist jetzt der nächste Teil des Vortrags, zu sagen, welche Herausforderungen gab es denn und wie sind Schulen damit umgegangen? Die wahrscheinlich größte Herausforderung, und das ist jetzt eine Abbildung der OECD, ist tatsächlich die Frage, wie viele Tage waren denn Schulen geschlossen? Und auch das ist ja etwas, was wir zumindest in Europa kaum kennen. Es gibt einzelne andere Staaten der Welt, die sagen, Schulen sind bei uns manchmal geschlossen, wenn es Unwetter gibt oder einen Schneesturm. Aber tatsächlich Schulen so lange zu schließen und dann auch noch am Stück und teilweise auch mehrfach, würde ich mal behaupten, kennen wir sonst kaum. Und wir sehen hier, ich habe gelernt, es gibt hier einen Pointer. Wir sehen hier Deutschland. Was ist hier? Dieser rote Balken mit über 100 Tagen im Durchschnitt, die Schulen dann zwischen 2020, also März 2020 und Sommer 2021 geschlossen waren, wo also Lernen im Durchschnitt nicht in der Schule stattfand. Und das ist vielleicht die größte Herausforderung, von der man jetzt ausgehen kann, dass das Schulen bewältigen mussten. Lernen wurde in den digitalen Raum verlagert. Das heißt, wir konnten uns tatsächlich überlegen, wenn wir so auf Systemebene gehen, hat denn das Digitale nochmal zu Veränderungen geführt? Und wenn ja, waren die vielleicht eher positiv oder waren die vielleicht noch zunehmend belastend? Und das ist also die Ausgangssituation, mit der wir schon vor 2 Jahren, nämlich im Ende März 2020, als klar war, es gibt eine Pandemie, als klar war, die Reaktion ist, Schulen erst einmal in dem Sinne zu schließen, dass kein Präsenzunterricht stattfindet, haben wir uns mit Kolleginnen zusammengesetzt aus den 3 Ländern, nämlich Deutschland, Österreich und der Schweiz, und überlegt, so, wie können wir das denn jetzt erforschen? Also was bedeutet das eigentlich? Und da müssen wir doch jetzt gleich ansetzen und sagen, welche Erkenntnisse können wir daraus ziehen? Und daraus ist die Studie S-Clever geworden, die sich nennt Schulentwicklung vor neuen Herausforderungen. Wie sah die aus? Wir haben eine eben Längsschnittstudie uns überlegt, die sagt, wir haben die erste Befragung der Schulleiterinnen im September, Oktober 2020, also als die erste Welle der Schulschließung gerade vorüber war, haben dann im Verlauf des Schuljahres 2021 noch eine zweite Befragung und die dritte Befragung am Ende des Schuljahres, sodass wir tatsächlich ein Schuljahr abgedeckt haben. Als wir diese Studie konzipiert haben, waren wir, sage ich ganz offen, sind wir davon ausgegangen, das war im März, April 2020, dass es diese erste Phase der Schulschließung gab, dass dann der Sommer kommt und dass das alles dann wieder so wird wie früher. Denn wir dachten ja alle, nun ja, diese Pandemie, die ist jetzt da, aber werden sie vielleicht ganz schnell in den Griff bekommen. Dem war nicht so. Insofern haben wir diese Studie so konzipiert, dass sie tatsächlich ein ganzes Schuljahr in der Pandemie abgedeckt hat, zudem ja dann eben auch noch eine zweite Schulschließung, ein zweiter Lockdown im Winter kam, sodass wir jetzt also ein sehr, sehr gutes Bild darüber haben, wie Schulen denn mit dieser Situation umgegangen sind. Und da wir auch jetzt uns immer noch in einer Situation befinden, wo die Pandemie noch nicht vorüber ist, haben wir jetzt noch einen vierten Befragungszeitpunkt drangehängt. Der läuft gerade aktuell. Das heißt, auch da haben wir dann die Möglichkeit, tatsächlich 2 Jahre in der Entwicklung abzubilden. Also das ist so ein Beispiel für Sie, wie wir bildungswissenschaftlich vorgehen, wenn wir den Umgang von Schulen eben mit den Herausforderungen der Pandemie abbilden wollen. Was haben wir jetzt die SchulleiterInnen gefragt? Sie sehen hier auch die Zahlen, also alle 3 Länder haben teilgenommen, Schulen in allen der 3 Länder haben teilgenommen und wir haben auch sehr viele Schulen im Längsschnitt, die also 3-mal teilgenommen haben. Und wir haben einen Online-Fragebogen konzipiert, der auf die verschiedenen Bereiche von Schulentwicklung fokussiert und auch natürlich auf die Frage, welche Herausforderungen haben Sie wahrgenommen in der Pandemie, mit welchen Strategien sind Sie rangegangen als Schule und auch, was sind denn die noch bestehenden Herausforderungen? Denn das ist ja auch ein Zeichen einer Krise, dass es nicht mal nur kurzfristig und punktuell ist, sondern dass es auch noch langfristige Auswirkungen haben kann. Und da werde ich Ihnen jetzt mal ein etwas, nicht bunt, aber ein ausgewählte Ergebnisse zeigen, die so die verschiedenen Ebenen abbilden. Als erstes haben wir natürlich auch gefragt, Sie hatten es schon gesehen, die Schulschließungen, die Tabelle dazu, wann Schulen
geschlossen waren. Das heißt ja nicht, dass kein Unterricht stattfand. Im Gegenteil, der Unterricht wurde in den digitalen Raum verlagert. Das heißt, wir haben gefragt, die SchulleiterInnen, wie beurteilen Sie denn den Umfang der Lernzeit, die die Schülerinnen hatten, also im digitalen Raum, im Vergleich zum Unterricht der Vorjahre? Und was Sie jetzt in den Abbildungen mal sehen, sind alle drei befragten Länder. Ich habe hier für Deutschland immer den blauen Pfeil dran gemalt und Sie sehen dann so ein bisschen den Unterschied zwischen den Ländern. März bis Sommer 2020, das war also der allererste sehr plötzliche Schullockdown und dann haben wir die SchulleiterInnen gefragt, wie viel Lernzeit stand denn zur Verfügung? Also die gelben Balken sind deutlich weniger oder eher weniger oder eher mehr. Da sehen Sie zum einen sehr, sehr große Unterschiede. Sie sehen aber auch, dass die Mehrzahl der SchulleiterInnen sagt, also die Lernzeit, das sind hier die beiden gelben Abbildungen, die Lernzeit war auf jeden Fall wesentlich geringer als im Vorjahr. Wir sehen hier einen etwas größeren Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz im zweiten Schuljahr, also in dem Schuljahr 2020/21. Die Schweiz hat ein etwas anderes Vorgehen gewählt, die hatten nämlich keinen zweiten Schullockdown, also die hatten keine zweite Schulschließung. Die Schulen waren das ganze Schuljahr 2020/21 offen, deswegen sehen wir hier auch sehr wahrscheinlich diese großen Unterschiede in Einschätzung. Trotzdem haben die Schulleiterin gesagt, also 32% haben gesagt, doch auch wir haben weniger Lernzeit der Schülerinnen in dieser Zeit zu verzeichnen. Und wir können natürlich davon ausgehen, dass Lernzeit natürlich ein sehr durchdachtes Konzept ist. Also nicht umsonst haben wir Stundenpläne und haben wir eben Kerncurricula, die sagen, das soll in dieser Zeit gelernt werden oder diese Zeit soll zum Lernen zur Verfügung stehen. Das heißt, zu sehen, dass die Lernzeit eben geringer war als in den Jahren davor, da können wir uns schon überlegen, was kann das denn für Auswirkungen haben. Aber es geht ja nicht nur um die Lernzeit, sondern es geht ja auch um die Ergebnisse, die SchülerInnen erreicht haben. Und das ist natürlich von SchulleiterInnen zu beurteilen, zum Beispiel über die Abschlussnoten oder auch über die Übergangsquoten. Und auch hier haben wir die SchulleiterInnen gefragt, wie beurteilen sie denn das Erreichen der Lernziele der Schülerinnen im Vergleich zum regulären Unterricht der Vorjahre. Und auch hier sehen wir eher starke Unterschiede hinsichtlich, dass deutlich weniger Lernziele tatsächlich erreicht wurden. Auch hier schneidet Deutschland in dem Fall in der Einschätzung eher schlechter ab. Also eine Einschätzung der SchulleiterInnen, die sagen, wir haben die Lernziele, die wir eigentlich vorgesehen haben, nicht alle umfassend erreicht. Also auch hier die Frage, was ist das eigentlich für ein Ergebnis, was bedeutet das denn für die Frage der nachfolgenden Jahrgänge? Ne? Also wenn Sie sich überlegen, was ist das für eine Kohorte, die jetzt dann in ihrer Schulentwicklung weitergeht, also in ihrer Schulbiografie weitergeht, aber dann auch an die Universitäten kommt, was sind das denn für Lernziele, die nicht erreicht wurden? Wir hatten ja in einigen Schulen ganz klar eine Konzentration auf das Kerncurriculum, also zu sagen, das sind jetzt die wichtigsten Elemente, die wir auf jeden Fall vermitteln wollen und dann zu sagen, was ist denn da vielleicht zu kurz gekommen? Die Herausforderungen, auch danach haben wir gefragt und das waren vor allem natürlich ein Fokus auf unserer Forschung, auch auf die Frage, wie geht denn Schule jetzt mit Digitalisierung um? Zum einen mit Lernen im digitalen Raum, aber auch mit der Aufgabe, Lernen individuell zu machen beziehungsweise individuelle Förderung auch im digitalen Raum noch zu ermöglichen. Und auch hier zeigt sich ein ähnliches Bild, zu sagen, was waren denn die größten Herausforderungen? Das sind jetzt hier die blauen, also große und mittlere Herausforderungen in den digitalen Kompetenzen und technischen Kompetenzen der Lehrpersonen, wo es eben eine sehr, sehr große Bandbreite gab, wo dann auch Schulen sehr, sehr schnell durch Schulungen, durch entsprechende Weiterbildung von Lehrpersonen agiert haben, zu sagen, wir beschäftigen uns jetzt hier tatsächlich vor allem damit, wie wir das Lehren in den digitalen Raum bringen können. Und dann auch, und das ist hier die zweite Abbildung, zu sagen, aber wir wollen ja auch digitale oder individualisierte Rückmeldung viel mehr für SchülerInnen geben. Wie ist das denn eigentlich möglich, wenn wir uns hier im digitalen Raum bewegen? Und wir haben uns dann auch angeschaut, das sind hier diese kleinen Pfeile links, zu sagen, über den Längsschnitt hinweg, ob die Herausforderungen größer geworden sind oder kleiner geworden sind. Und da sehen wir, dass die Herausforderungen im Verlauf des Schuljahres tatsächlich etwas niedriger geworden, also kleiner geworden sind. Das heißt, Schulen mit dieser Herausforderung dann umgegangen sind. Auch das, um nochmal auf die Krise zurückzukommen, die Frage, was machen denn Schulen, wie reagiert man? Zu sagen, ja, es waren plötzlich Veränderungen, aber es wurde eben auch reagiert. Wenn man dann noch weiter fragt, nämlich zu sagen, und wie sind Sie damit umgegangen mit diesen Herausforderungen,
dann haben wir die Schulen gefragt, hatten sie denn zum Beispiel schon Konzepte für das digitale Lernen? Und da sehen wir, dass in Deutschland etwa 30% der Schulen das schon hatten, das aber durch die Pandemie angeregt oder sagen wir mal seit der Pandemie nochmal 30% dazugekommen sind. Also auch hier kann man sich überlegen, was hat das denn bewirkt, zu sagen, dieses Thema digitales Lernen, mit sich Schulen ja schon sehr lange beschäftigt haben, doch nochmal aufzugreifen und auch dann auch in Konzepte zu verstetigen. Die Frage nach den Ressourcen, auch die ist ja wichtig. Wie machen wir das denn? Wie können wir denn digital lehren und lernen? Da brauchen wir ja auch Ressourcen zu. Und hier sehen wir sehr starke Unterschiede tatsächlich in der Frage, haben Sie denn die entsprechende Ausstattung, zum Beispiel mobile Dienstgeräte für alle Lehrpersonen? Da sehen wir hier in der Schweiz sehr, sehr hohe Werte. Tatsächlich ist es so, dass die Schweiz mit der Digitalisierung schon weiter war, als die Pandemie kam. Das heißt, da hatten Lehrpersonen erstens mobile Dienstgeräte größtenteils, sie hatten aber auch alle erreichbare E-Mail-Adressen. Das heißt, das waren bessere Ausgangsvoraussetzungen. Und Deutschland hat mit dem Digitalpakt, der ja 2019 gestartet wurde, aber dann auch sehr schnell eben die Voraussetzung geschaffen, dass Schulen auf diese Digitalisierung reagieren konnten. Also auch da eben eine schnelle Reaktion auf die Herausforderung in der Krise. Und wenn man jetzt noch weiter in die Schule reingeht und sagt, ja gut, wie haben Sie denn jetzt eigentlich reagiert als Schulgemeinschaft zum Beispiel? Wie ist Ihre Schule vorgegangen, um den Herausforderungen zu begegnen? Auch hier wieder das Blaue sozusagen, das trifft zu und trifft eher zu. Ganz wichtig auch Kommunikation. Also sozusagen, wir haben uns im Kollegium über die Kommunikation regelmäßig abgestimmt. Also das haben alle Schulen gemacht, sozusagen das, was wie Schule sonst auch funktioniert in der Gemeinschaft, das hat auch weiter funktioniert, nämlich die Abstimmung darüber, wie wir vorgehen und wen wir organisieren. Und auch das ein ganz, sag ich mal, positiver Punkt aus der Pandemie, zu sagen, die bestehenden Teamstrukturen durchaus angepasst. Und wenn wir dann in die Schulen gehen und fragen, was haben Sie denn gemacht, zu sagen, naja, wir haben hier eine Digitalisierungs-AG aufgezogen oder wir haben die Lehrperson, die auch schon weiß, wie man kleine Lehrvideos erstellt, die haben wir dann mal gebeten, schnell eine Fortbildung zu machen. Das heißt, da ist dann durchaus auch von Schulentwicklung etwas aufgenommen worden, um zu sagen, wir versuchen das den Herausforderungen anzupassen. Und ganz wichtig natürlich auch, wenn es um Schulleitung geht, Verantwortlichkeiten klar zu verteilen, also sagen, es ist klar, wer für bestimmte Aspekte zuständig ist und an wen man sich wenden kann. Und das, denke ich, ist nochmal so ein Punkt zu sagen, Schulen haben sehr stark reagiert und haben mit dem reagiert, was sie können, nämlich zu sagen, wir haben hier funktionierende Strukturen in der Schule, die wir dann vielleicht nochmal ein bisschen anders aufgebaut haben oder auch Impulse aufgenommen haben. Und dann ist natürlich immer die Frage des Vergleichs, wie war es vorher, wie ist es jetzt? Wir haben uns gerade ja vorhin schon gefragt, Ist- und Soll-Zustand und wo stehen wir denn jetzt? Und auch da kann man sich fragen, naja, vielleicht sind das ja auch ganz, ich sag mal, positive Anregungen zu sagen, wir haben, also ein Großteil der Schulen sagt zum Beispiel, wir haben unsere Schulen, SchülerInnen dazu befähigt, mehr Verantwortung für den Lernprozess zu übernehmen. Also wirklich in diese Richtung personalisiertes Lernen zu gehen, sagen das als Anlass zu nehmen, zu sagen, wie kann ich mich denn in einer Situation, wo ich ja eben nicht vor Ort in der Schule bin, sondern zu Hause strukturieren muss, besser mit meinem Lernprozess auseinandersetzen. Digitales Lernen natürlich zwangsläufig häufiger eingesetzt. Wir sehen jetzt auch von vielen Schulen aktuell, dass dort viele Formate auch beibehalten werden, dort, wo es eben Sinn macht, zum Beispiel bestimmte Phänomene im Naturwissenschaftsunterricht sich eben auch nochmal digital anzuschauen. Aber auch den Austausch zwischen Lehrpersonen enger gestaltet und den Austausch zwischen den Lehrpersonen und den Familien enger gestaltet. Das heißt, Schulen haben reagiert, sie haben mit dem reagiert, was sie hatten und haben dadurch auch durchaus neue Impulse aufgenommen. Es ist natürlich nicht nur alles positiv, also erstens sehen wir hier Varianz, es gibt auch Schulen, die sagen, das trifft nicht zu natürlich, aber es gibt auch einen Punkt, den wir Schulen gefragt haben, ja, was ist denn liegen geblieben? Also was konnten sie denn nicht umsetzen? Was wollten sie eigentlich in der Schulentwicklung noch anstoßen und was hat dadurch, dass jetzt die Bedingungen anders waren, nicht funktioniert? Und da sehen wir vor allem, und das ist in allen drei Ländern der gleiche Punkt, die Frage der Unterrichtsqualität. Also das gemeinsame Arbeiten an, wie können wir den Unterricht qualitativ besser machen, ist erstmal in den meisten Ländern zum Großteil liegen geblieben. Zu sagen, hier ging es erstmal darum, Unterricht überhaupt sicherzustellen, Unterricht in den digitalen Raum zu übertragen und dann als nächstes darüber nachzudenken, wie denn Unterrichtsqualität noch verbessert werden kann, aber auch so Themen wie Schulklima oder auch Zusammenarbeit im Kollegium.
Das sind natürlich jetzt Themen, wo man sich fragt, wie werden das Schulen in Zukunft sozusagen weiterverfolgen, wenn sie dann wieder vor Ort sind. Und um auch nochmal einen natürlich sehr, sehr wichtigen Punkt aufzumachen, die Belastung. Also das sind ja alles Aufgaben gewesen, die vor allem auf die Schulleitung oder auch das Kollegium zugekommen sind, die zusätzlich, sage ich mal, zum normalen Schulalltag liefen. Und Sie haben mir dann auch die SchulleiterInnen gefragt, wie beurteilen Sie eigentlich Ihre Belastung in diesem Schuljahr im Vergleich zur Zeit vor der Covid-Pandemie? Und das verwundert jetzt natürlich erstmal nicht, aber trotzdem muss man es ja erfragen, sonst wüsste man es nicht, zu sagen, die Belastungen sind durchweg erhöht bzw. deutlich erhöht. Und das sind auch Ergebnisse, die wir in anderen aktuellen Befragungen sehen. Vor 2 Wochen ist das Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung veröffentlicht worden, die neueste Ausgabe. Die haben Lehrpersonen befragt, auch zu ihren Belastungen, die auch alle durchweg sagen, die Belastungen sind höher geworden und die sind auch weiterhin deutlich erhöht. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Es sind Herausforderungen, mit dieser Situation umzugehen, die erstmal nicht einfach wieder weggegangen sind, sondern die tatsächlich weiterhin bestehen. Und die Frage ist jetzt, und das haben wir auch schon in anderen Vorträgen dieser Reihe gehört, wenn es um Umgang mit Krisen geht, wie geht man mit Herausforderungen um? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Tools, welche Techniken oder Ressourcen? Auch danach haben wir Schulen gefragt, nämlich, was brauchen Sie denn für einen möglichst produktiven Umgang mit diesen Herausforderungen? Und das ist zum einen großen Teil Hard- und Softwareausstattung, in Deutschland noch stärker als zum Beispiel in der Schweiz, in Österreich auch stärker als in der Schweiz, zu sagen, wir haben hier immer noch Bedarf an digitalen Ressourcen, an Ausstattung in unserer Schulen, unserer Räume, aber auch an Tablets und anderen Dingen und an Mitteln, um eben die Digitalisierung doch auch durchaus voranzutreiben. Aber, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in allen Ländern, die Förderung von Schülerinnen mit besonderem Unterstützungsbedarf. Und hier sind wir wieder bei der Frage der Chancengleichheit, bei der Frage der Ungleichheiten, die in unserem Bildungssystem sowieso schon bestanden haben. Und jetzt sehr wahrscheinlich die Herausforderung ist, dass diese Ungleichheiten nicht noch stärker werden, sondern dass wir tatsächlich es schaffen, die Schülerinnen, die jetzt besondere Unterstützung brauchen, auch stärker zu fördern. Und der dritte Punkt, auch ganz, ganz wichtig, ein Bereich, bei dem Schule sozusagen nicht per se wahnsinnig aktiv werden kann, einfach dadurch, dass Lehrpersonen dafür nicht ausgebildet sind, die Hilfestellung für Schülern mit emotionalen oder auch motivationalen Belastungen stärker auch noch durch andere Personen zu unterstützen, also andere Netzwerke, in denen Schulen dann agieren. Und das heißt, wenn das zusammenkommt, das sind jetzt eben 3 sehr unterschiedliche Bereiche, zum einen die Ausstattung, also womit kann ich eigentlich, sag mal, Unterricht noch besser machen durch die Ausstattung, aber dann, wie kann ich denn individuell fördern und durchaus auch mit Belastung umzugehen, sind sicherlich Punkte, die Schulen noch wesentlich länger, mit den Schulen noch wesentlich länger umgehen müssen. Also das nur ein, Zeit vielleicht für ein Zwischenfazit zu der Frage, ist es denn eine Krise? Was hat diese Krise etwas Besonderes ausgelöst? Würde ich sagen, ja, kommen wir mal zu diesem Zwischenfazit. Ein Fazit auf jeden Fall, alle haben auf die Herausforderungen reagiert. Also Schulen, alle Schulen in allen Ländern haben etwas getan, je nachdem, was sie konnten und auch nach den Mitteln, die sie hatten. Das heißt, wir sehen da durchaus vergleichbare Erfahrungen in den untersuchten Ländern. Wir sind also nicht alleine und die Pandemie ist durchaus ein relevantes Phänomen. Wir sehen aber auch länderspezifische Unterschiede, die dadurch gegeben waren, dass zum Beispiel in bestimmten Ländern Schulen nicht geschlossen wurden oder andere Vorgaben herrschten oder auch andere Ressourcen, was Digitalisierung anging. Was waren die vergleichbaren Strategien? Na klar, erstmal digitales Lernen, aber dadurch auch Konzepte zu entwickeln. Also eben nicht nur zu sagen, wir machen jetzt das Gleiche, was wir sonst vor Ort machen würden, digital, sondern wirklich zu sagen, wir überlegen uns da kluge Konzepte. Wir nutzen vor allem auch Online-Plattformen für den Austausch, für das individualisierte Lernen und natürlich auch sehr kurzfristig schulinterne Fortbildungsmaßnahmen, um eben diese Digitalisierung zu unterstützen. Ganz wichtig aber eben auch die regelmäßige Abstimmung und die Anpassung von Teamstrukturen. Was man sicher auch feststellen muss, ist, dass es eben eine sehr große Belastung gab und dass es jetzt sehr viele Phänomene gibt, die sich gar nicht auf Schulebene beziehen, sondern eben auf die Individuen, die in Schulen sind, die in dieser Lernsituation waren und wo es dann sicher die Frage ist, wie kann man denn damit umgehen. Nochmal kurz zu der Definition Krise, also ein Ereignis, das potenziell negative Auswirkungen haben könnte. Und das, denke ich, ist hier sicherlich gegeben, zu sagen, gerade diese
individuellen Belastungen oder auch die Ressourcen, die nicht überall vorhanden waren und auch der Verlust von Lernzeit, die eigentlich vorgesehen ist, da können wir davon ausgehen, dass das nicht ohne Auswirkung bleiben wird. Dann die Frage, ist das System aus dem Gleichgewicht gekommen oder nicht bewältigbar worden? Da würde ich sagen, alle Schulen haben reagiert, Schule hat weiterhin stattgefunden, Unterricht hat weiterhin stattgefunden mit durchaus anderen Mitteln. Das heißt, Schulen haben erkannt, und zwar sehr relativ schnell erkannt, weil das ist ihre Kernkompetenz, was SchülerInnen zum Lernen brauchen. Ja, das heißt, sie konnten reagieren, sie konnten das anpassen. Und insgesamt haben die SchulleiterInnen uns auch gesagt, na, die Herausforderungen haben dann im Verlauf der Pandemie in der Wahrnehmung durchaus abgenommen, also sie sind nicht auf dem gleichen hohen Niveau geblieben, aber sie sind weiterhin hoch. Also es ist nicht so, dass sie jetzt auf einmal weg wären. Und das ist, denke ich, das eigentliche Fazit, nämlich der wichtige Punkt. Aktuell können wir noch gar nicht abschätzen, wie die Auswirkungen langfristig sein werden. Einfach dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Faktoren haben. Wir werden es wahrscheinlich auch noch gar nicht so schnell sehen können. Also wir haben ja diese regelmäßigen Erhebungen, den Bildungsbericht, und da ist eben die Frage zu sehen, ab wann sehen wir denn die Auswirkungen tatsächlich dieser Pandemie. Deswegen auch nur ein Zwischenfazit, was wir, glaube ich, festhalten können. Schulen befinden sich aktuell in einer sehr herausfordernden Lage, da eben alle Personen, die da agieren, weiterhin eben sehr belastet sind, aber eben auch Ressourcen und Strategien haben, um damit umzugehen. Und ich wurde ja schon angekündigt damit, dass ich eine sehr positive Person bin. Das bin ich auch tatsächlich. Deswegen habe ich Ihnen die eine Frage jetzt noch als Abschluss rausgesucht, die wir SchulleiterInnen auch gefragt haben, nämlich im Prinzip die Frage nach der Selbstwirksamkeit, nach der Resilienz. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf diese Situationen, in die Sie plötzlich geworfen wurden, wie zufrieden sind Sie denn damit, wie es an Ihrer Schule gelaufen ist? Und jetzt können Sie mal eine Sekunde überlegen, ob Sie denken, die haben eher gesagt, na, das lief gar nicht gut oder das lief einigermaßen. Und das ist hier die grafische Abbildung, also tatsächlich die blauen Balken sind eher zufrieden, zufrieden, äußerst zufrieden. Wenn wir die drei Länder uns anschauen, sind insgesamt die SchulleiterInnen der Meinung, dass es alles zusammengenommen und das, was sie an Ressourcen hatten, doch einigermaßen gut gelaufen ist und dass sie eher dann doch zufrieden damit sind, wie sie mit der Situation umgegangen sind. Und das also zur Frage der Krisenfestigkeit unseres Systems, sagen, es gibt durchaus Strategien, die eben auch vorhanden sind und es gibt eine sehr, sehr engagierte LehrerInnen und SchülerInnenschaft zu sagen, wir gehen auch mit Herausforderungen um. Ja, erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit oder auch Ihr Interesse und ich freue mich auf weiterführende Fragen.